Der Mann ist Barista und ein Experte in Sachen Latte Art. Harry, schön, dass ich da sein darf. Ich verrate mal so viel, der Mann erobert Frauenherzen. Es ist unglaublich, weil er etwas kann, was kaum einer von uns beherrscht. Und das ist Latte Art. Was steckt da dahinter? Latte Art ist, umgesetzt sage ich mal, Milchschaumkunst, was man eigentlich mit einem perfekten Espresso und der richtig aufgeschäumte Milch, sehr schöne Cappuccino mit sehr vielen schönen Mustern, Figürchen und diese Geschichten zaubern kann. Da ist der Kreativität natürlich keine Grenze gesetzt. Und hast du, wie du angefangen hast, dir vorstellen können, dass das einen solchen Hype auslöst? Nein. Weil ich habe natürlich auch mal bei Dalmai geschaut, TikTok, da gibt es Videos, die sind 950.000 Mal angeklickt worden. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, also das hat schon sehr angeschoben, die ganze Geschichte, die letzten 16 Jahre. Also ich hätte es mir nicht gedacht, aber wie gesagt, es ist meine Leidenschaft. Ich bin ein bisschen künstlerlich begabt, sage ich mal. Und ja, es ist mein Hobby, meine Leidenschaft und mein Beruf. Ich möchte es jetzt einfach mal sehen. Also nochmal, 950.000 Klicks allein auf ein Video. Was musst du jetzt machen, damit du uns das zaubern kannst im wahrsten Sinne des Wortes? Ich ziehe als erstes zwei Espressi-Shots. Die Milch sollte nicht über 70 Grad kommen bei der Aufschäumung, weil dann verbrennen die Proteine und die Milch wird durch. Und dann kann man sie auch nicht mehr aufschäumen. Also die so 65 Grad ist das Optimale. Ich sehe schon, du hast die Hand da dran. Das heißt, ihr erfüllt das. Ich fühle mit der Hand oder mit meinem kleinen Finger. Mit der Zeit lernt man das einfach. Wann man die Temperatur erreicht hat. Es gibt jetzt, was Latte Art angeht, mittlerweile auch schon Meisterschaften. Es gibt die deutsche Meisterschaft, es gibt die Weltmeisterschaften. Vielleicht mache ich irgendwann auch mit. Ja, bitte darum. Also, warum er das Zeug dazu hat, das werden Sie jetzt gleich sehen. Erklär uns, was du jetzt machst. Ich setze jetzt den Milchschaum unter die Creme vom Espresso, damit stütze ich die Creme und danach jetzt setze ich den Milchschaum in den Espresso oder beziehungsweise auf den Schaum. Okay. Und dann ist es natürlich auch so, dass du ein Besteck schon bereitgelegt hast. Das sogenannte Latte Art Besteck, das so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat vom Zahnarzt. Genau, ich wollte sagen. Also aber ist ein reines Latte Art Besteck. Und was machst du jetzt? Jetzt zeichne ich. Ich verrate nicht was, jetzt lasse ich dich erraten. Wie lange brauchst du, bis du solche Figuren dann auch in Perfektion drauf hast? Je nachdem, mit Üben, Üben, Üben. Ich sage jetzt mal, für mich ist es vielleicht relativ einfach, aber es ist eine Übungsgeschichte. Und es sind zwei wunderbare Pferde. Ja. Wie gesagt, ich habe das demonstriert, weil es gibt halt zwei verschiedene Arten. Eine Gießtechnik und die Technik zum Zeichnen. Harry, vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bitte? Prägen Sie sich bitte das Gesicht ein. Ich sage nur deutsche Meisterschaften, gefolgt von Europameisterschaften und dann Weltmeisterschaften. Das ist der Harry hier von der Dalmai Academy. Ich freue mich, wenn du nächstes Jahr wieder mit dabei bist, zusammen mit 20.000 beim Dalmai Renntag, der größten Kaffeeparty der Welt. Und weiter geht's mit unseren Experten und dem nächsten Rennen.